Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Wir sind Playa Unica, Malle jedes Jahr. Heute ist Mittwoch, der 21. August 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 29, 30 Grad. So gut wie kein Wölkchen am Himmel. Strand ist soweit ja, ganz gut besucht. Bin jetzt gerade, Moment, wie viel haben wir? Wir haben 16.38 Uhr. Bin auf dem Weg zu Dominik, Mr. Kümmerling. Nein, nicht ins Latino, denn Dominik hat Urlaub noch. 3 Wochen insgesamt. Ja, die ersten Tage hat er jetzt rum. Und wir essen gleich Burger bei ihm zu Hause. Und dann wollen wir noch eine Runde daten. Machen wir ja meistens nur im Winter, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Aber da er Urlaub hat, machen wir das jetzt auch mal zwischendurch. Im Moment ist ja generell ein bisschen ruhiger hier an der Playa. Ist zwar immer noch genug Partystimmung vorhanden, aber es ist nicht ganz so voll. Und deswegen kann man vor allem auch tagsüber mal ein bisschen privat noch machen. Und dann geht es heute Abend aber in den Bierkönig. Wann weiß ich noch nicht genau. Mal sehen, wie lange ich brauche, um ihn heute fertig zu machen an der Dartscheibe. Ja, auf jeden Fall ist um 20 Uhr Julian Sommer da und um 23 Uhr Carolina. Julian war ich zwar erst am Sonntag, aber sollte das zeitlich irgendwie funktionieren. Glaube ich aber eher nicht, weil erst mal essen, dann Daten. Mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir heute Abend noch mal in den Bierkönig und schauen, was sonst so los ist hier an der Playa. Jetzt laufen wir erstmal Richtung Megapark. Genießen noch ein bisschen das schöne Wetter, das eigentlich von der Vorhersage doch ein bisschen schlechter war fürs Wochenende bzw. für Sonntag, Montag. Da war ein bisschen Regen im Raum und nur 28 Grad. Mittlerweile sieht es wieder besser aus mit 30 Grad und mehr Sonnenschein. Ja, mal schauen, wie es dann wirklich so kommt. Aber im Moment Wetter bei rund 30 Grad, viel Sonne, Wind weht, angenehme Temperatur. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Wer das Video von gestern gesehen hat, da sind wir nach Campasia gelaufen. Auch mal abends, wo dann ein bisschen Richtung Dunkelheit ging. Und ja, so um 0 Uhr rum ist in Campasia echt fast der Hund begraben. Das ist überhaupt kein Vergleich zu Arenal. Arenal ist noch wesentlich mehr los. Ja, und gegessen haben wir im El Gaucho. War sehr lecker. Und dann schauen wir mal, was die Burger von Dominik, Mr. Kümmerling, gleich können. Ja, Dominik kann immer gut kochen. Also im Winter bin ich auch öfters bei ihm. Essen, Bauen, Daten. Dominik, im nächsten Leben wirst du einfach Koch, oder? Machst du eine Küche auf. Gut, genug geredet. Mehr gibt es gerade nichts zu erzählen. Wir laufen jetzt hier von, wir sind gerade am Ballermann 8 bis zum Megapark. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und Grüße gehen raus an alle. Aber vielleicht schon einmal die Info für alle, die nicht so regelmäßig zuschauen. Das Closing findet dieses Jahr am letzten Oktoberwochenende statt, sowohl Bierkönig als auch Megapark. Der Bierkönig macht das Opening 2025 am letzten Aprilwochenende. Wann der Megapark das macht, ist noch nicht draußen. Ich habe gehört, der Megapark wird es vielleicht sogar auf das erste Maiwochenende verschieben. Weil Ostern scheint nächstes Jahr ein bisschen später zu sein. Ja, wenn sie es beide gleichzeitig machen würden, ich glaube, dann platzt hier alles aus den Nähten. War ja letztes Jahr oder dieses Jahr schon so, das Bierkönig-Opening war meiner Meinung nach voller wie das Megapark-Opening. Aber wenn es dann beides gleichzeitig stattfindet, dann wird es wahrscheinlich schon noch voller werden. Schauen wir mal. Ja, Urlaub. Ich wurde gefragt, hat der Megapark auch noch Ende Oktober offen, also so um Halloween rum? Letztes Jahr haben sie noch Halloween mitgenommen. Dieses Jahr ist noch nichts bekannt. Deswegen erstmal nur das Closing. Letztes Oktoberwochenende, sonntags, sollte dann, wenn kein Halloween mehr mitgenommen wird, dann geschlossen sein, beziehungsweise geschlossen werden. Aber der Bierkönig hat 365 Tage im Jahr auf,
Ihr könnt auch im Winter hier runterfliegen. Ist natürlich nicht so viel los. Aber vor allem an den Wochenenden kann man auch im Bierkönig und auch im Latino Spaß haben. So viel dazu. Ja, gerade die Höhe Bierstraße. Hier an den roten Pfeilern sind immer die Haltestellen für die Bimmelbahn. Für alle, die es nicht wissen, die kostet aktuell 5,50 Euro. Kann man einmal hin und einmal zurückfahren, sitzen bleiben, alles kein Problem. Meistens ist es sinnvoll, erstmal in die Richtung nach Camp Bastia zu fahren, weil die leerer ist. Wenn man jetzt auf der Höhe ist, hier sind wir gerade am 7er. Ja, Thema Alkoholverbot am Strand und auf öffentlicher Straße. Aktuell ist mir immer noch nicht bekannt, dass hier wirklich kontrolliert wird. Ich finde die Polizeipräsenz im Moment auch ein bisschen wenig. War zum Beginn der Saison doch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen gesehen, der kontrolliert wurde. Mal schauen, wie es ist, wenn jetzt die kölschen Wochen beginnen. Da ist ja dann hier der Strand wieder eigentlich komplett voll. Viele Leute in einer Gruppe mit lauter Musik. Im Moment ist ja alles in Ordnung hier. Leute sind am Strand, fallen sich ruhig mit einem Bierchen. Sollte ja kein Problem sein. Ja, die einzigen, die hier so ein bisschen kontrolliert werden, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, kontrolliert, ist bei den Helmuts doch im Moment doch ein bisschen häufiger. Aber richtige Kontrollen sind das auch nicht. Die fahren halt einfach mal durch die Schinkenstraße und ja, dann ist die Schinkenstraße halt für ein paar Minuten ohne Helmuts, aber 5 Minuten später sind sie wieder alle da. Die meisten werden das Spiel kennen.
Und haben wir dann heute im Oberbayern Dieter Düse, Schäfer Heinrich und Annabelle Andersen oder Vigi Bardot? Ne, Vigi Bardot. Vigi Bardot. Düse um 2:30. Ja, ist natürlich keine Uhrzeit, wo ich noch unterwegs bin im Moment. 2:30. Gleich um 17 Uhr im Megapark, Mischa von der Rampe. Sieht doch sehr übersichtlich gerade auch aus hier. Und dann heute Abend noch Micky Krause und HBZ. Gehen wir mal kurz hier runter und dann würde ich auch sagen, machen wir gleich mal hier einen Cut. Ich gehe zu Dominik, Essen und Daten und dann sehen wir uns im Verlauf des Abends. Entweder an der Playa oder im Bierkönig Schinkenstraße. Sieht schon mal ganz lecker aus, ne? Ja, machen wir nochmal auf. Gehabt, das muss man auch sagen, mit dem Demo-Team Abstand stand. Gucken wir mal rein. Wenn du als reiner Bergfahrer nicht im Aufgebot deiner Mannschaft hier bei der Vuelta stehst, dann hast du ein echtes Problem, denn. Klar rein. Domi, was hast du denn da geworfen? Alter! Richtiger Profi hier. Das ist ja Wahnsinn. Domi, das zweite Mal hintereinander. Wahnsinn! Erzähl nicht. Das ist ja schon ein Trickbetrug hier, was du brauchst. So, wer hat gewonnen? Mr. Kümmerling 3, Playa Unica 2. Glückwunsch, Kümmerling. Gute Nacht. 22:30 Uhr, ganz schön spät geworden. Ja, ihr habt gesehen, Dominik hat gewonnen. Wir haben Cricket gespielt, also Dart-Variante Cricket. Da muss man immer 15, 16, 17, 18, 19, 20 werfen, plus das Bull. Ja, haben wir jetzt 3:2 Gewinnsätze gespielt. Ich war erst 2:0 vorne und am Ende 3:2 verloren. Ja. Na gut, hat aber Spaß gemacht, Essen war lecker. Jetzt muss ich nochmal schnell ins Latido Schnitzel und Schokolade abgeben. Schnitzel für Chris und Schokolade für Patty. Und dann gehen wir mal eben im Bierkönig zum Auftritt von Carolina. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen, noch nämlich ein bisschen zeitlich knapp. Endlich mal Spanier. Abend. Immer noch Holländer, vier oder eine Holländer unterwegs. Aber die Zeit wird bald vorbei sein. Die Dutch Weeks haben schon ja, im Megapark aufgehört. Mittlerweile wieder normales Programm. Man kann es aber so verstehen.
Ich habe ja schon öfters gesagt, als ich hier am Megapark vorbei bin. Mal kurz hier die Runde drehen, bevor ich weiter erzähle. Und zwar dieser Döner hier, ne? Immer wenn ich hier stehe, riecht es so extrem nach Döner. Dominik Mr. Kümmerling und Pepe Palme hatten einen Foodie-Check gemacht. Und Domi hat den Döner mit 10 von 10 bewertet. Er meinte, der war sehr lecker. Das heißt, den muss ich auch mal probieren. Ich bin eigentlich im Moment, also schon länger der Abneigung nach, hier keinen Döner mehr zu essen. Aber wenn Domi sagt, der Döner, der Kebab ist gut, dann werde ich da mal einen Kebab probieren irgendwann. Die nächsten Tage oder Wochen.
So, ich muss mal kurz die Essenslieferung auspacken und dann geht's kurz ins Latine und dann in den Bierkönig. Hatte! Einmal Schokolade von Dominik. Dominik macht 2 Wochen länger Urlaub. Alles gut, ja? Von Dominik, ein bisschen Schnitzel. Guten Hunger. Schauen wir mal rein, oder? So, willkommen hier beim Foodcheck. Das sind 2 Schnitzel. Spanisch. Der Schleier Honig ist da. Das ist sehr nett, danke schön. Wo ist er denn? Aber ich traue Dominik nicht. Thank you.
5. Das war der Auftritt von Carolina im Bierkönig. Ja, war ganz gut gefüllt. Neuer Bereich war ich mal kurz, dann im alten Bereich. Ja, für mich ist es jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen, gucken, was die Katz macht, ein bisschen was essen und dann geht's ins Bettchen. Ja, meine Niederlage im Dart habe ich verkraftet, verdaut. Beim nächsten Mal schnappe ich mir aber wieder. Ja, ich weiß, nachdem ich 2-0 geführt habe, danach ist mir der Arm so schwer geworden. Ja, eigentlich ist es immer andersrum. Erst ist Domi stark, dann bin ich stärker am Ende. Aber diesmal war es andersrum, ja. Gut, hat Spaß gemacht und beim nächsten Mal will ich meine Revanche, Domi. Also, das war es heute für Pleite Pampa Kompakt. Tage, Nacht am Ballermann. Morgen sehen wir uns dann wieder in alter Frische. Adios, buona noches und tschüss von der Playa. Und kaum kommt man nach Hause, wer steht vor der Tür? Der Alte und will essen. Hm, Hennes? Hast du wieder Besuch? Ist dein Papa wieder da? Ja, fein. Hallo, Hennes. Hallo, Papa Hennes. Hm? Papa Hennes. Ja, jetzt gleich gibt's lecker Futter erstmal, ne, für dich. Ja, lecker Futter. So, da gibt's lecker Futter. Hennes, lass ihn in Ruhe essen, danach könnt ihr ein bisschen spielen, ne? Ja. Hm? Ja. Guck mal, du hast auch noch ein bisschen Essen da. Aber willst du gerade nicht, ne? Willst du gucken, was der Alte da hat? Gucken, was der Alte da hat. Guten Hunger. Hennes, jetzt hast du ihn essen lassen, jetzt musst du spielen, ne? Der Alte hat aber gar keinen Bock. Du kleiner Kämpfer, du. Du kleiner Kämpfer, du. Und tschüss. Ja, macht er dich fertig, ne? Dann macht er dich fertig. Fight Club. Can't fight.